Wir werden nach den einführenden Worten vom Oberst Ramke und vom Dr. Geist unsere erste Mitgliederversammlung durchführen, im Rahmen dessen wir dann die Satzung nochmal anpassen wollen, im Rahmen dessen wir ein Vereinswappen unter anderem beschließen wollen und weitere Aktivitäten des Vereins besprechen möchten. Ich würde mich freuen, wenn Sie, die Sie am Marshall Center waren, als Lehrgangsteilnehmer oder auch als Angehörige des Marshall Centers, sich bereit erklären würden, unserem Verein beizutreten. Der Verein, der zur Grundlage eine Netzwerkbildung hat, lebt vom aktiven Mitmachen von Ihnen und von der Masse der Teilnehmer, die diesem Verein beitreten.